willkommen zurück auf der Unplugged-Bühne in der Pizzabackstube. Diesmal mit den Terrifying High Klaus aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ein großen Applaus. Jungs, ihr wisst schon, wie der Hase läuft. Jetzt wird erstmal schöne Pizza gebacken und belegt. Und so als Terrifying High Klaus, was darf denn da auf so einer Pizza auf gar keinen Fall fehlen? Na, Obst natürlich. Obst, oh mein Gott. Das hört sich sehr lecker an. Eine Ananas ist tatsächlich da, also könntet ihr die als erstes draufpacken. Dann mal los. Ananas, Ananas rauf da. Sehr schön, sehr schön. Ja, erzählt mal, wie habt ihr euch denn auf das Finale ja vorbereitet, außer vielleicht ein paar Pizzabackkünste geübt? Also wir hatten nur 2 Wochen Zeit. In Mecklenburg ist man ja immer ein bisschen spät dran. Ja, okay. Und ja, also vor genau 14 Tagen war das Landesfinale. Deshalb war die Vorbereitungszeit begrenzt. Wir haben im Prinzip gedacht, okay, wir haben nur 20 Minuten, das ist hier strikt, und deshalb haben wir ein bisschen anderes Set gespielt, einen anderen Song mit reingenommen. Oh, Oliven, Toni mag keine Oliven. Muss ein bisschen sind wirklich viele aber so Oliven. 2/3 Oliven ist gut. Aber auch grüne, grüne sind okay, auch gut. Genau. Ja, also wir haben Mucke gemacht, so wie wir das immer machen. Mucke gemacht, einfach so. Gab es da irgendein spezielles Ritual, was ihr vielleicht jedes Mal bei der Bandprobe gemacht habt, dass ihr euch nochmal besonders gestärkt habt oder... Dein Bruder war letztes Mal dabei. Bei unserer Generalprobe war Richards Bruder dabei und Markus. Ja, liebe Grüße, der fand es, glaube ich, toll. Und dann dachten wir, ja, dann kann man das bestimmt so machen. Ja, aber mega cool. Aber du meinst gerade Bier getrunken, ne? Ja, Bier getrunken unter anderem auch. Apropos Bier, habt ihr wie andere Bands schon vor euch auch euch so eine Alkoholsperre verhängt bis zum Auftritt? Nee, ihr hattet euren Auftritt ja schon, aber bis ihr euren Auftritt hattet oder war es egal? Moment, also hier wurde erst ab 20 Uhr Bier ausgeschenkt bei dieser Veranstaltung. Ja. Wir waren um 20:30 dran, also so viel Zeit war da nicht, sich vorher voll zu tanken. Wir waren natürlich vorher nochmal beim Penny, haben noch eine Kiste geholt, ne? Aber nee, also... Also es gibt 2 in der Band, die definitiv eine Trinksperre haben und 2, bei denen das relativ egal ist. Jetzt, ich sage jetzt nicht, wer ist. Das kannst du jetzt nicht so anteasern und uns jetzt hier im Regen stehen lassen. Wo ist das Knoblauch? Also, mit Knoblauch musst du und jetzt ablenken. Hier, jetzt ablenken, hier ist deine Ecke. Wollt ihr euch outen? Du willst dich outen? Und wenn ja, warum? Das würde mich ja mal interessieren. Warum hatte, weil sich 2 nicht benehmen können oder warum? Naja, das ist mehr so eine Konzentrationssache. Ja, ja, also, das glaube ich. Manche von uns sind ein bisschen anfälliger für so Nervosität und manche nicht so. Ach so, okay. Und Alkohol macht es mal besser, mal schlechter, und deshalb lassen wir es dann lieber. Ja, okay, da ist ja auch vernünftig. Aber ihr habt ja jetzt gespielt und könnt euch jetzt entspannt zurücklegen. Lehnen und so ein bisschen euch die Konkurrenz angucken. Wie sieht's denn da aus? Habt ihr da ein paar Leute, ein paar Bands, wo ihr denkt, Mensch, die sind ganz schön harte, die könnten ganz schön harte Konkurrenten werden? Oder wie seht ihr das? Klar, also ich glaube, hier ist nur ganz gute Qualität vertreten. Und ja. Wenn ich richtig geil fand, war die Band, die vor uns dran war, die Elephant Foot. Elephant's Foot. Wir standen hinter der Bühne, deshalb hat es nur Bumm-Krach gemacht. Eigentlich aber geil, Rock'n'Roll gibt's auch noch. Ja. Und die Jungs aus Schleswig-Holstein, mit denen hatten wir gestern schon einen sehr lustigen Abend. Ich glaube, die machen auch gute Musik. Also wenn sie so Musik machen, wie sie Bier trinken, dann mache ich mir da gar keine Sorgen. Oh, das hört sich sehr gut an. Die haben das drauf. Du bist das gar nicht. Ja. Aber mega gut. Ja, ihr gehört dazu, alles klar. Verstehe, ja, okay. Dann trinkt ihr bestimmt auch genauso viel wie wir. Ja, das ist das Wichtigste. Ich finde es ja auch sehr schön immer beim Local Heroes, dass hier, glaube ich, auch immer sehr viele Freundschaften und Verbindungen geknüpft werden, ja? Ja. Ja, nicht nur untereinander in der Band, sondern ich meine auch durcheinander. Auch durcheinander. Das ist auch das Schöne und Wichtige an der ganzen Sache auch. Ja, mega cool. Ich habe gehört, ihr spielt uns jetzt noch einen Song. Wie heißt der denn? Leben in der Bar. Leben in der Bar? Und, ja. Und worum geht's da so speziell? Was denkst Leben du in denn? Der Bar? Ja, um sowas eigentlich. Relativ plakativ. Aber es ist ein Song, den wir an Plakt mal sowieso geschrieben haben. Ja. Genau. Und den zocken wir jetzt. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, worum es denn da wirklich geht. Vielleicht hat es ja einen tieferen, deepen, richtig deepen Sinn. Man weiß es nicht. Nein. Wir sehen. Wir werden es sehen. Ja, cool. Dann erstmal Bühne frei und viel Spaß. Ja. Danke.